ist jetzt. Video Settings, Music and Sounds. Ist es Video Settings? Da. Nein. Articles, Fullscreen. Übersehe ich es gerade? Sag's, wenn ich übersehe. Geschwisterperson. Meine Mutter durfte wohl, nachdem sie aus dem Krankenhaus raus war, am dritten Tag schon am Kinderwagen anfassen. Nicht schieben, nur anfassen, weil meine Schwester sie nicht gelassen hat. Ja, ich meine, am Ende des Tages haben meine Schwester und ich auch immer aufeinander aufgepasst. Es müsste unter Video-Settings, oder war das etwas, was Optifine nur hatte? Oder ist es hier Smoother Lightning? Ich glaube, das war etwas, was Optifine mir reingepatcht hatte. Ich sehe es zumindest gerade nicht. Das ist eine meiner Lieblingserinnerungen, die ich hatte. Nee, ich sehe es halt nicht, ne? Gut. Gibt kein dynamisches Licht, war Optifine. Super. Also seht ihr jetzt vermutlich gar nichts, ne? Eine der Lieblingsgeschichten meiner Eltern und eine der Sachen, wo ich nicht sagen sollte, dass ich drauf stolz bin, aber es doch irgendwo bin. Das war bei meiner Einschulung, ne, als ich 6 war. Das war 2003. Und da war meine Schwester halt schon in der... Lass mich nicht lügen. 3. oder 4. Klasse gewesen. Und sie hatte halt jemanden bei sich in der Klasse, der halt so ein ganz kleines bisschen... Ne, der kam aus einem schlechten Elternhaus, oder ne, der hatte Probleme bei sich zu Hause und wurde dann halt zur Adoption freigegeben. Und es ist halt im Allgemeinen aus einem schwierigen Umfeld gekommen. So. Und der wusste halt nicht unbedingt, sich auszudrücken oder seine Gefühle zu zeigen und hat dann halt mit einem Regenschirm während der Pause um sich gehauen und hat auch meine Schwester. Und dadurch, dass ich halt im Rollstuhl saß, bis kurz vor meiner Einschulung, hatte ich halt ein bisschen was an den Armen. Ein bisschen Mucki. Und dann habe ich an meinem ersten Schultag einen Drittklässler aufs Gesicht gegeben. Sodass am zweiten Schultag meine Mutter vorbeikommen musste. Und mit meiner Rektorin reden musste. Ich habe mich verlaufen. Mist. Gut so. Er wollte zunächst nicht sagen, wer dafür verantwortlich war. Nachvollziehbarerweise glaubt man dir auch nicht unbedingt, wenn so ein I-Männchen dir aufs Gesicht gegeben hat. Notch ist auch hier. doch, man kann Zeug erkennen. Okay. So, wie komme ich jetzt hier raus? Ich habe auf jeden Fall eine Menge Eisen jetzt. Das ist schon mal gut. Wollte trotzdem trollen. Wie viele... Ich hoffe, ich trete dir damit nicht zu nah. Wie viele, Dingens, wie heißt es? Helf mir! Emotes hast du? Blacklink eigentlich? Jetzt, ich rede erstmal von 5 Euro. Kram. Und wer hat die gezeichnet, so als zweite Frage? So. Ganz, ne, klamm und heimlich. Rauskommen ist ganz einfach, musst du sterben, dann bist du wieder zu Hause. Ich bin da nicht zu Hause, ich bin da noch immer hier. Soll ich mich einfach hochbuddeln? Ich bin auf jeden Fall ein paar hundert Meter weg. Ich hab auch der 4 Tier 1 und 1 auf je höheren Stufen. Ah, cool. Was hat's gekostet? Ja, das wäre auch so eine Frage, aber ich
ich rechne mal, oder ne, ich rechne mal so ein bisschen mit dem Standardpreis zwischen 20 und 40 Euro. Hat ein Bett dabei, genau. Hat ein Bett dabei. Ja, ein Bett! Geht in Deckung! Ich meine, ich lass mir so momentan noch immer ein Hype-Emote anfertigen, aber dass ich zumindest schon mal so ein bisschen... Also meine Community hat sich ein Gasm-Emote gewünscht. Immer mal wieder. Nach dem Hype-Emote. Ein Korn im Feldbett. Oder zwei. Oder drei. Oder eine Flasche. Das erinnert mich daran, weil... ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Das war im Religionsunterricht damals, früher. ich weiß halt wirklich nicht, wo ich bin. Ich glaube, ich buddel mich wirklich raus, nicht? Ich habe jetzt keine Zeit, hier auf ewig irgendwo rumzudümpeln. Mussten wir ein Liebeslied mal analysieren. Und... da habe ich mir so gedacht, okay, Liebeslied, gehst du einfach auf, ne, weil ich, keine Ahnung, so, Liebeslieder waren nie unbedingt mein Jam, bin ich einfach auf YouTube gegangen und habe einfach mal Liebeslied eingegeben. Bumm, Knorkator gefunden mit Liebeslied und mir gedacht, yes! davon machst du eine Analyse, einfach nur damit deine Religionslehrerin Knorkator hören muss. Die drei Links hat meine Ex-Freundin gezeichnet. Umsonst. Die. Ich dachte jetzt, da wären Links irgendwie Emotes. Oder hätten Links Emotes sein müssen. Das Pocket ist ein Screenshot, also umsonst. Das Love-Emote ist von einer Freundin, Nis the Cookie. Das. Kappa ist ein Collab von zwei Freunden, Nis the Cookie und Artist Monika. Namen sind von Twitter. Dann schreibe ich mir mal Nis the Cookie und Artist Monika auf. Nis the Cookie und Artist Monika. God damn it! Pokémon, why you've got so good music? Und dann noch eine Information, was ich von den beiden möchte. Emotes. So. Sie kennen das, sie wissen nicht mehr ein noch aus. Da gibt's jetzt was, sie ausbuddeln. Noch mehr Eisen. Wie hieß der gute Mann nochmal? Monkey Island. Helf mir. Stan war's. Bist du Stan geworden, Mod? Also, falls man die suchen möchte. Und das Cover sollte... Wisst ihr, dass ich nächste Woche nachts arbeiten darf oder muss? RIP Alternis. Wobei, weniger RIP. Also, ich bin ja so oder so eine Nachtperson. War ich hier nicht schon? Ich glaube, ich war hier schon. Ich bin rückwärts gelaufen. Also, ich würde vermutlich nur Nachtschichten schieben, wenn ich könnte. Damals auch bei meiner Ausbildung, als gesagt wurde, ja, wir haben mal eine Nachtschicht gehabt. Na, aber die mussten wir dann irgendwann aufhören. Oder mussten wir irgendwann aufhören mit? Da habe ich gesagt, Nachtschicht mache ich sofort. Sagt mir wann und wie. Haha, ich habe rausgefunden. Irgendwie. Zeit wieder reinzugehen. Okay. Ne, Kohle habe ich mehr als genug. Ich mag es einfach nachts zu arbeiten. Ich habe keinen Monkey Island gespielt. Du hast nicht meinen Stream zu Monkey Island 1 und 2 gesehen. Da ich auch, da tue ich das aktuell auch. Nachts von 22 bis 6 Uhr, aber Mittwoch heißt es Zahltag, das einzig Gute daran. Ich wusste gar nicht, dass du Zahltag gelernt hast, Alternis. So, ich baue mir noch einen zweiten Ofen. Das wollte ich nicht. So, das ist ein Smoker.
Smocken. Oh, nein. So, zack, zack und zack. Nein, da ich absolut kein Freund von Point and Clicks bin. Auch nicht von sowas wie Edna bricht aus oder Harvest neue Augen. Also, ich meine, wenn du sagst, du bist kein Freund davon, dann bist du kein Freund davon, nicht? Ich könnte jetzt weiter nach Pandas suchen. Ist die Musik ein bisschen laut, ja, nicht? Ich mach die mal ein ganz kleines bisschen leiser. So. Und ich habe mich trotzdem auf ihr Wunsch durch alle vier Deponia-Games gequält. Das reicht bis ans Ende meiner Tage. Oh. Natürlich habe ich das. Warum glaubst du, dass meine Firma quasi pleite ist? Stimmt, da erinnere ich mich. Da hast du was mal geschrieben. Oh, hier ist noch ein Loch. Panda, Panda, Panda. Pandar, die Pandaren. Willkommen zu Wow. Wow. Das sind Pilze. Da ist noch ein Loch. Da ist noch ein... Warum sind hier so viele Löcher? Entschuldigung. Haben die Pandas sich da unten versteckt? Und das schaut aus, als wäre hier ein Meteorit eingeschlagen. Ah, jetzt weiß ich, wo die Pandas hin sind. Okay, RIP. RIP Panda. Aber ich zugeben muss, dass ich Simon the Sorcerer 1 und 2 bei DK gesehen habe, aber eigentlich nur, weil es DK war. That Music, ja, ne? Ah. Simon the Sorcerer war halt auch ein... Also ich habe es auch bei DK gesehen und solides Spiel. Irgendwann gibt es bei mir auch nochmal Pokémon Mystery Dungeon. Ich möchte im Allgemeinen auch einfach nochmal dieses Jahr ein Pokémon bringen. Ich weiß nicht, Pokémon Kristall habe ich dieses Jahr gebracht, ne? Oder war es letztes Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr. Da kommen mir gleich die Tränen. Mystery Dungeon 2, was ist das? Mystery Dungeon 2 hat mich so fertig gemacht. So fertig gemacht, einfach. Weißt du, du sitzt da so, ach ja, ist ein ganz cooles Spiel. Du hast jetzt den Boss besiegt, das ist ja echt cool. Gibt's vermutlich auch nochmal irgendwie so ein bisschen Endgame. Und dann sitzt du da. Warum ist mein Bildschirm so verschwommen? Ich verstehe nicht, was da los ist. Oh, warte, ich weine. Ist Simon the Sorcerer schlimm, schlimm. Erinnert mich immer so ein bisschen an Palim Palim. So, 32 ist nicht durch 5 teilbar, Kinnas. Also ist auch wahr, aber nicht das, was ich sagen wollte. Ich wollte eigentlich sagen, 32 ist nicht durch 3 teilbar. So, machen wir es einfach mal so. Hup. Da. Ach so, genau. Ich vergesse immer, dass das ein bisschen unbalanced ist von der Musik. Voll unbalanced, ey! Nerf! Eins der wenigen Spiele, das mir legit die Tränen in die Augen getrieben hat. Transistor. Transistor war eins der Spiele, bei denen ich fast geweint habe in der Aufnahme. Und das ist nicht mal, weil ich wollte. Ne, Transistor ist auch so ein Spiel. Du spielst es und denkst so, oh cool! Jetzt ist hier das Ende. Also ich kann den Bambus eigentlich pflanzen. Oder auch einfach das wegwerfen. Jetzt ist hier das Ende. Ne? Mal gucken, wie sich das jetzt... Oh, hübsch. Wie sich das jetzt weiterentwickeln wird. Ne? Und das ist alles ganz cool. Und dann sitzt du da und denkst so... Was passiert gerade? Stopp. Das tust du nicht wirklich, Spiel. Wag es nicht. Finger weg, Spiel. Und dann weinst du. Ich glaube, ich habe sogar wirklich so ein kleines einfach rausgeschnitten aus meinem Audio. So, oh no. Das einzige Spiel, bei dem ich mich geweigert habe, ist beim zweiten Durchspielen, das zu beenden. Nachvollziehbar, nachvollziehbar. Ich habe, bei Custom Robo Arena war ja auch so das erste Spiel, bei dem ich geweint habe. Und ich habe das immer wieder neu angefangen. Wegen einem Charakter, den ich geliebt habe. War auch so mit eines meiner ersten Videogame-Crushes. Und für den Charakter, damit man den wiedersehen, ne, der ist nach der Story quasi gegangen. Und was halt auch vollkommen okay ist. Und um den Charakter wiederzusehen, musstest du halt so die schwierigsten Herausforderungen im Spiel schaffen. Und ich habe das Spiel immer wieder neu angefangen, in der Hoffnung, dass ich gut genug darin werde, die zu schaffen. Äh,
so ging es mir am Ende von Life is Strange. Vor der letzten Entscheidung habe ich legit 5 Minuten gesessen. Oh, das ist widerlich, ne? Du sitzt da und denkst dir so, egal was ich mache, es wird falsch enden. Und du sitzt da und du sitzt da und du sitzt da und denkst so, aber ist irgendeine Entscheidung muss ich treffen, aber ich will nicht. Widerlich. Spiele sind einfach... Nee. Life is Strange hast du leider nicht gespielt. Habe ich auch noch nie gespielt. Von Melly wird mir das immer wieder so, ey! Ne, so einmal hier in die Seite gepiekst. Schatten, spiel das mal! Aber ich habe halt so viel gehört im Sinne von, ja, das macht einen traurig. Weil ich mir gedacht habe, nope! Schlimm ist, für mich ist es immer so ein bisschen, das wieder, oh, das geht. Wenn irgendwie so ein trauriges Spiel oder sowas ist, was ich mitbekomme, dann macht mich das auch erstmal für die nächsten Tage fertig. Life is Strange ist auch ein hartes Game, bei dem man die Entscheidung gerne weiterreichen würde. Das mache ich bei Witcher momentan immer wieder. So. Chat, was wollen wir denn machen? richtig, vor allem, weil ich den Charakter, um den es da geht, richtig ins Herz geschlossen habe. Oh, RIP. Emotional, Pokémon ist auch super stark und naja, emotional. Also die Musik, ja. Pokémon hat mit einem, also ich würde behaupten wollen, ich wurde noch nie von einem Pokémon-Soundtrack enttäuscht. Von keinem. Na, aber so Spiele, Serien oder sowas, die nehme ich halt immer noch ein paar Mal mit. Ich habe vor kurzem Violet Evergarden gesehen. Das habe ich in einer Nacht durchgesuchtet, die komplette Staffel. Und das war, als ich Endgame gesehen habe, davor, also kurz bevor ich Endgame gesehen habe, irgendwie von Donnerstag auf Freitag habe ich halt komplett durchgesuchtet und saß dann einfach nur Rotz und Wasser die gesamte Zeit runter und und es hat so guten Soundtrack. Oh fuck, der Anime ist auch viel zu... Ja! Es ist so widerlich! Ne, ich wurde vorgewarnt, so, oh, Violet Evergarden, das ist ein bisschen viel zu Anime. Ich so, ja. So schlimm wie Death Parade wird's nicht. Und dann sieht sich da so, oh, ich will Death Parade nochmal sehen! Muss ich auch immer noch sehen, das ist meine Watchlist. Also eine Folge hat mich halt hart gebrochen. Ich möchte jetzt nicht spoilern, natürlich nicht, aber eine Folge hat mich so hart gebrochen. Enttäuscht nicht nur Gen 7, hat teilweise etwas Tiefpunkte. Gen 7 war Sonne, Mond, oder? Wenn ich mich jetzt nicht irre. Wenn ja, Sonne, Mond. Ja. Ich hab Sonne, Mond gespielt, ja. Ultra Sonne, Ultra Mond habe ich aber dann nicht durchgespielt. Ich fand, Pokémon Sonne, Mond fühlten sich nicht mehr an mich gerichtet an. Ich, der quasi mit Pokémon groß geworden ist, sondern halt an eine andere Generation von Pokémon-Spielern. Und das ist voll fein, das ist vollkommen okay. Ne? Aber ja, das war dann halt so ein bisschen... Was ist die Entscheidung? In der Sonne und Mond, der Voice Ultra wieder besser wurde. Ich habe nur einen normalen 3DS XL. Dementsprechend hat es halt zum einen super hart geleckt in vielen Kämpfen. Und ja, zum anderen, ich fand dieses Inselprüfungsding nicht toll. Achso, also der Soundtrack. Ah, okay, ich hoffe, Sword and Shield wird besser. Ich auch. Was ist die Entscheidung? Eins, bei dem man die Wahl zwischen besser und coolere hat am Ende. Ich weiß gerade nicht ganz genau, was du meinst, Alternis. Entschuldigung. Der 3DS will bereits. Ja. Da finde ich es gut, dass sie jetzt auf die Switch wechseln. Und meine Inselprüfung, stimmst du mir zu? Also ich fand, viele haben sich über die Ultra-Biester beschwert. Die fand ich vollkommen okay. Einfach auch, weil die designtechnisch... Damit hat Nintendo was gut gemacht. Oder Game Freak. Wie ich finde, die haben mit den Ultra-Biestern sich designmäßig eine komplett neue Welt geöffnet. Ultra-Sonne, Ultra-Mod ist halt Full-Price-DLC. Gut, aber das war jetzt auch... Ne, Pokémon Platin war jetzt auch ein Full-Price-DLC, wenn man es so sehen möchte. Und Pokémon Smaragd. Nun, trotzdem hat man die damals gespielt, ne?
Oder halt Pokémon-Kristall auch. Shadow Shield. Ich hoffe, zu E3 erfährt man endlich, was das Cover Lege wird. Ich fände es cool, wäre das mit den legendären, wenn man das nicht auf den Covern hätte. Achso, wenn es auf lange. Ah, okay. Unwahrscheinlich. Weil dann hätte es zwar noch einen extra direkt, machen sie eigentlich immer so. Ja. Geht Nintendo eigentlich noch auf die E3? Ich verfolge die E3 nicht, dementsprechend ist es halt von mir aus eine ernst gemeinte Frage. Weil ich habe immer so häufig das Gefühl, dass Nintendo die E3 oder sowas halt selten nutzt für große Ankündigungen, oder? Oder bin ich einfach doof? Das kann doch sein. Das macht jetzt das aber nochmal anders. Usum ist zu 90% der Story gleich, also auch vom Empfang. Ja, okay. Ja, ich versteh's. Bis zum Ende fast dasselbe. Gut, das ist wahr. Ja. Na, Alpha Rubin und Omega Saphir haben das, fand ich, gut gemacht. Wobei eigentlich, die Sonderedition haben ja immer so ein bisschen Endgame-Content noch dazugepackt, nicht? Achso, Entschuldigung, Mod, ich hab das übersehen, ja. Your Lie in April. Schreibe ich mir auch mal auf. Muss ich gleich aufpassen. So. Your Lie in April. Finde ich schön, meine Notizen gerade. Fentimon Raiden. Niece the Cookie, Artist Monika. Twitter Emotes. Your Lie in April. Jemand, der sich die durchlesen würde, würde denken, ich wäre verrückt. Alpha Saphir Omega Rubin. So nah dran. Nintendo macht immer eine große E3 direkt. Okay, dann bin ich doof. Smart gehört zu deinen liebsten Pokémon-Edition. Meins ist Kristall. Kristall und Platin sind somit meine liebsten Pokémon-Generation. Und Gen 4 ist meine liebste Pokémon-Gen im Allgemeinen. Also Kristall und Platin sind spielerisch, finde ich, so die besten. Wobei das sehr, ne, ist jetzt sehr subjektiv. Ne, also überhaupt nicht objektiv. Und ja, und Gen 4 hat mir im Allgemeinen am meisten Spaß gemacht. Etwa so hatte ich von ihm so erst tot verrissen. Oh, RIP. Die anderen Spezialeditionen waren halt immer noch gut anders. Gen 4 ist zu langsam. Hatte ich nie so das Gefühl, sogar. Hatte ich nie so das Gefühl. Aber vielleicht lag es daran, dass das so die ne, wie ich das bekommen habe. Das war 2007, glaube ich. Da habe ich meinen Nintendo DS Lite bekommen zu Weihnachten. Und dazu halt Pokémon Diamant, glaube ich. Entweder Diamant oder Perl, ich bin mir unsicher. Ich hatte die andere Edition dann später auch nochmal gespielt. Aber ja, dementsprechend, das war meine erste Konsole, die ich jemals geschenkt bekommen habe. Das war mein erstes Pokémon, was ich jemals geschenkt bekommen habe. Und dementsprechend behaupte ich einfach mal, dass das für mich kognitiv so dementsprechend halt einfach noch ein bisschen subjektiv stärker ein Gedingstens, Bumstens ist. Liebe Hardcore und Soul Silver. Hardcore und Soul Silver ist auch eine sehr solide Generation. Und jetzt ist mein Notizblock hier gerade so ein bisschen im Weg. hatte ich früher auch nicht, aber als ich es mal replayed habe, war es sehr schlimm. Es kann gut sein. Das müsste ich jetzt lügen. Ich habe es lange nicht mehr gespielt, muss ich gestehen. Ich habe es. Wobei. Während beim Abi habe ich die nochmal replayed. Und hab dann. Ich hatte mit einem Freund, haben wir uns vorgenommen, dass wir den Pokédex vervollständigen, was ich dann auch zu Gen 6 komplett geschafft hatte. Und da war es dann halt mit von den alten Gens rüber, musste halt quasi mit der Pokébank das machen. Na, haben wir das gemacht. Und ihm hatte ein Darkrai gefehlt. Und dann haben wir halt gelesen, dass man in Platin out of bounds gehen konnte.
dann halt ganz lange in eine Richtung, ganz lange in eine andere Richtung und dann konnte man auf Darkreis Insel spawnen und hat dann dort Gottchen, das dauert halt ewig hier hinzurennen, ne? Für einen Block. Und hat dann dort sich halt Dark fangen können. Dafür haben wir halt quasi nochmal so weit gespielt. Wobei, das Darkrai durfte man nicht rübernehmen. Da waren die beide salty. Gen 4 Super war etwas ausschweifend. Es war halt doch sehr storylastig, ne? Für die Story musste man Umwege gehen. Das, ja, doch. Gen 4 und Gen 5 vergleichen. Gen 5 hat mir nicht so sehr gefallen, muss ich gestehen. Das war dieses... In Gen 5 wollten sie quasi die 3D-Optik haben. Ne, mit, wir nutzen jetzt, Sprites, aber halt 3D, ranzoomen und sowas. Und das hat bei mir nicht so richtig Klick gemacht. Ich meine, ich fand's cool, dass sie es grundlegend probiert hatten, ne, so ist nicht. Aber es hat nicht mit mir richtig funktioniert. Wobei die Pokémon-Designs haben mir sehr gut gefallen, von den legendären Reshiram und Zekrom. Hardcore ist super, das einzige was schlecht ist, dass da noch keine Gen 5 gab, sondern keine Zäsur, das hinter mir herläuft. Das mit dem Hinterherlaufen, ich glaube das wurde ja in Let's Go Evoli und Pikachu. Wirklich! Ich habe gar keine Blöcke mehr. Und ihr so? Goddammit. Habe ich meinen Satz zu Ende geführt? Bin ich mir gerade unsicher. Hatten sie ja zuletzt jetzt in Let's Go für die Switch gehabt. Und das ist so eine Mechanik, wo ich mich immer gefragt habe, warum nutzt ihr das nicht immer? So, das fand ich... Finde ich immer so ein bisschen doof, dass sie das immer nur so exklusiv für einige Editionen machen. Du musst jetzt leider packen. Oh. Nun denn, es ist auch relativ spät, ne? Ich sollte jetzt vielleicht auch demnächst Schluss machen. Wir verbrauchen jetzt nur mal die Blöcke, die ich hier habe. Dann rennen wir zurück zur Kiste und stocken auf und dann beende ich den Stream auch. Geht leider nicht wegen Konsolenleistung. Ja, okay. Es hinterherlaufen. Also... Dass sie die, dass sie das zu Dinge zu Boomens gesagt haben, ne, genau. Zu, oder über Gen 7 gesagt haben, verstehe ich. So ist nicht, weil die haben ja wirklich, also auf dem 3DS hat's, lief nicht sehr flüssig. Lief ungefähr so ein bisschen wie ein Eis im Winter, gar nicht. Aber Gen 6 oder halt 5 hätte ich schon erwartet, dass das noch funktioniert. Aber vielleicht bin ich da ein... Vielleicht erzähle ich da auch ein bisschen Stuss oder erwarte zu viel. So, gut. Vielen lieben Dank nochmal für deinen Raid und dass du noch reingeschaut hattest, Black Link. So, ich packe aber dann jetzt auch mal langsam zu Ende. So, habe ja gesagt, ich mache noch... Oh, warte, wir haben noch einen 64er-Stack. Ne, den machen wir jetzt auch nochmal und dann ist gut. Dann klingst du dich jetzt auch schon mal aus und gehst dir eine putzen. Dann auch an dich schon mal vielen lieben Dank, dass du dabei warst, Alternis. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht. Fire Emblem. Samstag. Och nee, das kann ich nicht sehen. Ach kacke, da bin ich in Düsseldorf. Och no. Oh, das hat so Spaß gemacht, bei dir zuzuschauen. So kacke, ich sehe meine Freunde im echten Leben. Mann, ey, kein Bock, ey. Ist voll doof. Freunde im echten Leben sehen, das macht doch voll keinen Spaß, ey. Ich glaube, mein Bart ist wieder meine Nase gekommen. Kitzelt mich gerade, hey. Oh, Jubelstart. Oh, ich liebe das Theme. Ist so gut. Vielleicht beim nächsten Mal. Würde mich freuen. Ja, gerne, gerne. Düsseldorf, warum so weit weg von mir? Weil Düsseldorf so ein bisschen als
als Japan-Metropole gilt. Real-Life-Freunde haben Vorrang. Ja, wobei die eine lebt in Düsseldorf, das heißt, ich hätte die schon längst 100 Mal besuchen können und die andere lebt auch nur 100 Kilometer jetzt momentan von mir entfernt. Gute Nacht, schlaf gut. Oh, aber eine andere Freundin ist momentan in Japan. Die sehe ich leider nicht. Die habe ich jetzt schon... Ich glaube, das letzte Mal habe ich sie auf ihrem Geburtstag letztes Jahr gesehen. Hätte mich gefreut, sie mal wieder zu sehen. Ich sollte mir Freunde aussuchen, die näher leben. Gut. Packen wir ein bisschen Netherrack rein. Legen den Quarz ab. Dann würde ich jetzt hier auch Schluss machen. Eigentlich wollte ich schon von der Stunde Schluss machen, aber dann kam der liebe Blackblink und die liebe Fentimon. Dementsprechend drücke ich mal einmal. Up. So, und dann dich connecten wir und dann. Ohne Lavabad lasse ich dich den Stream nicht beenden. Ich hack den Computer und deaktiviere den Stream-Button. Du möchtest ein Lavabad sehen? Okay, komm. Ich meine, ich werde so oder so früher oder später sterben, bei meinem Glück. Dup, 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 dup. Dup, 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 dup. Ach, was eine schöne Welt. Wir doch. Ich will nicht als Einziger heute in der Lava gestorben sein. Och, Mensch, was ist denn das? Ups. Inwiefern ich spawn jetzt nicht da hinten. So, respawn. Noch sehe ich es nicht. Ach doch, sehr gut, ich spawn hier. Herz ging gerade kurz. So. Gut. Jetzt aber.